Alter Schwede. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber... Was haben wir denn hier? Cactus Pan. Iron Guard. Okay, das ist ja interessant. Das nehme ich alles mal mit. Schaden kann es nicht. Pack ich mal hier rein. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich habe es noch nie gefunden. Das ist so ein... Was kann ich hier mitmachen? Cactus Pan. Steht bestimmt in einem von den Büchern von Tinker's Construct. Ich wusste, dass es hier sowas gibt, aber ich habe es noch selber nie gefunden. Das ist da mal nicht schlecht. Hier sind alle Patterns drin, die es gibt. Merken wir uns auf jeden Fall. So, das hier ist, ob das Dungeon Loot ist, weil dann ist die Chance, dass ich hier drin... Oh, okay. Dann ist die Chance nämlich groß, dass ich in so einem Ding auch eine Portal Gun befinden kann. Und eine Portal Gun ist ziemlich cool. Vor allem, weil man sie normalerweise craften müsste aus einem Miniatur Black Hole, das aus einem Nether Cube gecraftet wird. Und das ist mal anstrengend. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Vielleicht ist ja noch direkt in der Nähe ein weites Village-Dorf. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Chunk-Ladefehler. Die Frage ist, kommen wir bis nach da drüben? Nein, kommen wir nicht. Ja. Yeah. Da bin ich davon ausgegangen, dass wir ein bisschen höher springen. So, Map du lädst die schön auf. Ah, danke schön. Hier scheint aber auch nichts groß zu sein, außer eine Menge Kühe. Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich hier mein Mining-System aufsetze. Das erste wäre mit Mining Wells und Computer Craft Turtles. Das zweite wäre einfach eine Quarry. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil, wenn ich hier so eine, ich zeige mal kurz, eine Turtle. So, wir bräuchten hier eine ganz normale Mining Turtle. Und die braucht schon mal 3 Diamanten. Das ist verdammt viel. Hier gibt es auch eine Wireless Mining Turtle, aber die brauchen wir alle nicht. Aber auch eine normale Turtle. Ah. Eine Quarry braucht auch 8 Diamanten. So ist es nicht. Aber... ich muss sagen, wir bauen erstmal eine normale Quarry, weil da ist auch einfacher, die mit Strom zu versorgen. Weil für die Mining Well und Turtle Mining Machine, sage ich jetzt mal dazu, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Buildcraft Power. Und die haben wir noch nicht. Aber jetzt können wir so das Fuel, das wir produzieren, auch benutzen. So, wir gehen hier mal hin. Dark Stars, No Seas. Okay. Dark Lightning. Ist hier eine Kiste? Ja. Gut. Tiger Hills haben wir schon. Foliage Color haben wir, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht. Crystalline Formations. Normal Lightning. Dark Moon. Okay, ich würde sagen, dieses Age ist ziemlich gut, aber ich glaube, hier ist irgendwie Double Length oder sowas drin. Also, dass der Tag-Nacht-Wechsel doppelt so lang ist, aber ich glaube, der ist hier sogar irgendwie 10.000 Mal so lang, kommt es mir zumindest vor. Okay, gehen wir mal hier in die Oberwelt. Jetzt brauchen wir diverses. Wir brauchen einmal einen Chunkloader auf jeden Fall. Zack. Und Chunkloader. Haben wir das schon mal. Dann brauchen wir eine Quarry. Dieses Ding hier. Und das ist nervig. Wir brauchen 1, 2, 3, 7 Zahnräder. Also können wir schon mal Gears. Hatte ich diesem Ding hier nicht beigebracht, wie man Zahnräder Zahnräder macht? Doch. Ist das Ding hier nicht mehr angeschlossen oder so? Moment, wenn ich hier mal so gucke.
Doch, das ist. Ist es nicht mehr im System? Ich überlege gerade. Nehmen wir mal an, ich schmelze hier so ein Ding. Nö. Das ist nicht mehr im System dran. Ich bin. Doof, habe ich ja voll verpennt. Wie schließe ich das hier am besten an? Zeig mal kurz, hier ist überall irgendwas und hier fließt, ist das Kabel. Also, was ist denn hier dahinter? Ich glaube, hier steht die Kiste oder sowas. Aber dann könnte ich ja theoretisch, haha, so. Sieht zwar ein bisschen blöd aus auf den ersten Blick, aber wenn ich jetzt hier mal schaue. Gear. Ha, okay, wir brauchen 6 Zahnräder. 7. Und die müssen eh alle mindestens aus Eisen sein, also. Wir haben 3, also nochmal 4. Ah, guck, seht ihr? Sehr schön. Das haben wir schon mal alles. So, dann für eine Quarry brauchen wir zusätzlich nochmal 4 Gold Gears und 2 Diamant. So. 4. Und 2 Diamant. So. Ich habe 4 Gold Gears gemacht, weil man für die Diamant Gears auch jeweils ein Goldgear braucht. So, jetzt brauchen wir für unsere Quarry noch so ein Ding. Juhu, Quarry. So, und jetzt zeig mal, wie viele Diamanten haben wir denn noch? 3. Das ist sehr wenig. Okay. Was brauchen wir dann noch? Lass mich mal überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kombustions-Engines. Und zwar, ja, ich mach mal auf Fuel Potenzial. Ich mache 8, 7 oder 8. Na, wir machen 8 Gear. Das heißt, wir brauchen 16 von diesen Dingern. Und dann brauchen wir noch für die Combustion Engines Pistons. Und zwar auch 8. Weiß das Ding schon, wie man Pistons macht? Ja, sehr gut. Wie sieht's hier aus? Du müsstest fertig sein. Also Combustions Engines. 1, 2, 3. Und da ist das Eisen aus. Tatsächlich. Gibt's auch gar nicht. Vielleicht hätte ich ja doch meinen gehen sollen. Aber nur vielleicht. Also müssen wir uns kurz wieder ein bisschen nachhelfen. So. Pistons. Brauche ich 5. Und dann Combustion Engines. Ah. Wo haben wir sie? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Yay. So, dann brauchen wir wieder Pipes. Und zwar Wooden Transport Pipes brauchen wir 8, also noch 5. So, die müssen wir dann zu diesen Kinesis Pipes machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Und dann brauchen wir noch ein paar mehr Quartz. Von denen haben wir noch 33, das reicht auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir irgendwie, wenn wir hier mal nach unten gehen, plopp. Wir haben gesagt, wir wollen es mit Fuel machen. Also müssen wir dieses Fuel irgendwie in die andere Dimension bekommen. Und da kann man das mit Endertanks machen, zum Beispiel. Oder mit Railcraft würde es auch gehen. Ich weiß nicht, ich habe öfters mal gesehen, wie man das mit Railcraft macht, aber ich habe es noch nie selber ausprobiert. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, sollen wir es mal wagen und mal mit Railcraft ausprobieren, weil die Blaze Rods bekommt man schon nicht so einfach.
Ja, ich weiß jetzt selber nicht. Railcraft ist ja schon mal geil, nicht? Also. Zeig mal, ich habe jetzt mal beschlossen, wir machen das mal in Railcraft. Aber zuerst tun wir hier mal Modifier. 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 So. Die haben wir noch. Biom, Biom, Biom. Small Biomes. Modifier, Modifier. Biom, Biom. So, Tiger Hills haben wir zweimal. Was soll's? Puh. Dann packe ich mal kurz wieder was weg. Crowbar. Zum Glück haben wir eine gefunden. Ach, wir hatten noch eine. Egal, weil die werden wir auch gebrauchen bei Railcraft. Ja. Books brauchen wir gerade auch nicht. Nun gut, dann brauchen wir ein paar mehr Rails. Oder Tracks, wie auch immer. Und dann schauen wir mal. Ich habe schon nicht einen Aufzug benutzt. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir das ja mal zubauen? Dann diesen Raum hier ein bisschen erweitern. So, jetzt ist nur die Frage, reicht das hier? Wir brauchen hier definitiv ein Mistcraft-Portal, wo das Card rein und rausgehen kann. Wie gesagt, ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Wir nehmen jetzt ja mal hier die Crystal-Dinger. Wir kommen dann hier sowas. Receptacles oder wie auch immer man die nennen will. So. Denn wenn ich jetzt hier hingehe. Und wir nehmen mal an. Ja, wir brauchen hier eigentlich einen Tank. Also gehe ich mal ganz kurz hin. Wir craften uns das erste Mal jetzt einen Tank. Tank. So, und zwar Iron Tank. Wir werden machen 3, 6, 9, 18. 18 und 8 sind 26. Ich bin doof. So, so. Hier, wir brauchen dafür Iron Plates. Okay. Iron. Gehen wir hier hin. Und machen Iron Plates. So. Wie wäre es denn, wenn wir dieses Ding jetzt noch anschließen würden ans System, dass wir da auch ein bisschen Energie haben? Das wäre doch gar nicht so schlecht. Also hier hin. Und dann sollte das herstellen. Sehr schön. Okay, hier müssen wir noch ein paar von diesen Dingern haben. Fassad. Dann können wir das hier nämlich schön zumachen. Dann Quarried Stone nehmen. Und dann sieht das hier auch keiner. Cool. So, das kommt hier wieder rein. Wir haben hier schon 20 Stück. Wenn wir jetzt hier mal hingehen. So, so. Dann brauchen wir aber noch hier diese Dinger. Iron Tank. Gauch. Oder Gorg, wie auch immer. Dafür brauchen wir Glass Panes. Wir haben kein Glas mehr. Sand haben wir auch nicht mehr. Cobblestone. Macerator. Hier ist noch ein bisschen Stein. Hier sind noch 8 übrig, das ist sehr gut. Und jetzt tue ich mal das hier da wegmachen. So, und zwar aus dem einfachen Grund, da uns dieses Ding eh immer Energie entzieht aus dem System. Und ja, also die Rolling Machine, wie gesagt, braucht dauerhaft Energie, weil ja, dass dieser interne
Puffer hier immer gefüllt werden kann.